Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und zum neuen Shop-Video. Heute kam das Video leider nicht ganz spät. Ich bin ein bisschen später aufgestanden, ne? Sollte jetzt aber auch kein großes Problem sein. Und heute kommt ja auch mit dem Patch 8.4 um 11 Uhr das neue Infanteriegewehr rein in der epischen legendären Variante. Ist ja extrem zielgenau. Ich würde sagen, es wird nur in den Itemshop und gucken, was dort so alles neu ist. Allerdings, bevor ich das tue, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da, wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen und ihr in Zukunft auch keins mehr verpassen wollt. Und jetzt würde ich sagen, let's go. Okay, auf der linken Seite haben wir einen Panda-Beauftragten. Der war schon, glaube ich, Ewigkeiten nicht mehr im Shop. Ich finde ihn eigentlich ganz cool. Die Pandas, die Bären-Skins finde ich eigentlich generell ganz cool. Dann hier mit dem Fell sieht das definitiv ganz nice aus. Allerdings sind 2000 V-Bucks natürlich auch schon ordentlich. Aber wenn man die noch übrig hat, kann man sich die definitiv kaufen. Da das Bambus-Backpack auch extrem cool ist, wie ich finde, lohnt sich das auch allein deswegen. Dann haben wir den Federverteidiger. Ich finde, beim Fischskin, der sieht ja schon dumm aus, ist allerdings nur so dumm, dass er lustig ist. Und der sieht einfach so schlicht aus mit seinem dicken Bauch und allem. Ja, den würde ich habe einfach nicht kaufen, weil ich solche Skins einfach nicht mag. Habe den Schneebesen. Ja, klingt ganz nett. Kann man sich auch kaufen. 500 V-Bucks gerne für auch klar. Und das Flattervieh ist da schon deutlich besser, wie das so hier fliegt. Sieht ganz witzig aus, aber der Skin an sich lohnt sich nicht. Habe den Elektroschaffel-Emote, der war auch schon lange nicht mehr drin. Ist auch schon ein sehr, sehr alter Emote, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann haben wir die Volleymeisterin, extrem cooler Skin. Blaue Farbe, 1200 V-Bucks, mit einem coolen Backpack auch noch. Passt vor allem gut zum Sommer und gerade ist es hier auch ziemlich warm. Da passt so ein Skin schon echt ganz gut. Und ich finde den Emote generell sehr nice. Dann haben wir voll ablachen. Ist definitiv ein witziger Emote mit dieser Esellache. Ja. Dann haben wir den Marino-Skin. Ja, ist definitiv ein ganz netter Skin eigentlich. Für die blaue Seltenheit geht er auch. Ist jetzt allerdings nichts wirklich Besonderes. Wir haben eine neue Spitzhacke und zwar die Hacke der Entspannung. Hat so ein bisschen so einen Kokosnuss-Sound, wenn die runterfliegen, machen die auch immer so ein bisschen den Sound. Und sieht eigentlich auch ganz cool aus. 800 V-Bucks gehen dafür klar. Ist eben halt eine sehr, sehr spezielle Spitzhacke, weil die im Prinzip schon fast so wie der Palmschirm aussieht. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir die Tropenschnitt-Spitzhacke. Ist auch eine coole Spitzhacke hier mit dem Grünserum und diesen schönen starfen Kanten. Sieht ja auf jeden Fall ganz cool aus. Und ich würde sagen, wir switchen dann mal rüber in den Radili-Welt-Modus. Das Update wurde jetzt ja eigentlich relativ spät angekündigt, beziehungsweise das, was im Update da reinkommt. Ja, und es wird eben halt auch schon 8.4, das heißt ein etwas größeres. Legendärer Trollbeutel-Lastwagen, Lama. Hier zum Beispiel mit dem mythischen Anführer der Überlebenden ist das eigentlich ganz nice. Natürlich muss man auch überlegen, 1500 V-Bucks, ist es das ein Wert? Allerdings geht schon, die Waffen sind hier allerdings auch nichts als Spezielles. Aber wenn man noch viele Überlebende zum Beispiel braucht, kann man sich das kaufen. Wobei ich eigentlich immer von den meisten Lamas dort abraten würde. Gegenstandshop ist ja nichts neu gerade, weil sich das ja erst am Donnerstag aktualisiert. Und das war's mit dem Video und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!